Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 4, Folge 48, zusammen mit mir. Ich bin der Demi, spielt das hier auf dem PC. Wir spielen heute mal ein Szenario aus dem Creators Club Szenario Entwickler. Und zwar auf der Strecke linken Rheinstrecke Mainz-Koblenz. Und ich würde sagen, wir gehen schon mal zu unserem Zug, denn der wartet hier bereits auf uns. Ein ICE BR406 in Doppeltraktion. Wir sollen den bis Koblenz fahren, stehen hier in Mainz Hauptbahnhof, die Sonne geht langsam aber sicher runter und wir haben den Auftrag, diesen Zug, wie gesagt, bis nach Koblenz zu fahren. Laufen wir einfach mal zur Spitze, steigen ein, würde ich sagen. Ihr seht, es ist bereits gleich 19:30 Uhr abends, also 19:30 Uhr, und wir sollten uns langsam aber sicher auf den Weg machen. Wir haben bereits auch grün, das heißt, wir dürfen abfahren, das werden wir tun. Steigen wir ein und nehmen wir dort vorne in unserem Führerstand Platz, schließen hier die Tür, setzen uns auf unseren Sitz. Dann werden wir Folgendes tun, und zwar werden wir die Türen schließen. So, das haben wir getan, und dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Ich habe soweit alles schon eingerichtet, aufgerüstet. Wir können abfahren. Und schauen uns das Ganze mal so ein bisschen hier von draußen an. Zugbeeinflussung. So. Natürlich drücken wir die SIFA. Wunderbar, wunderbar. So, dann springen wir mal rein in unseren ICE3. SIFA. Da können wir eigentlich auch schon auf 80 aufschalten. So. Dann fahren wir unseren ICE nach Koblenz. Nonstop. Sonnenuntergang rein. Wunderschön. Wunderschön. 100. Upsa. So passt es. Sehr schön, wunderschön, dieses Bild, einfach nur göttlich, wunderschön. Schaut euch dieses Bild an, es ist doch magisch, es ist einfach magisch. Wunderschön, ich liebe sowas. Da steht der IC in Form von BR103 mit dem alten IC-Wagen. Wundert, traumhaft, wunderschön. SIFA.
So, 860 dürfen wir schon. Wollen wir das auch machen? Würde mich nicht wundern, wenn wir dann gleich auch in die LZB aufgenommen werden. Da wartet schon der nächste IC auf Weiterfahrt. Ihm steht der andere IC noch im Weg. Er muss jetzt den Gleisblock freimachen. Zug. Das sieht nach einem ICE1, nach wieder ein IC. Mein Gott, die stauen sich hier. Der muss auch warten auf den zweiten. Meine Güte. IC-Stau hier auf der Strecke. Wahnsinn. Wunderschönes Szenario. Schön geschmeidig nach Koblenz mit unserem Abend-ICE auf der linken Rheinstrecke. Wunderbar. Vom L160 werden wir wahrscheinlich nicht fahren können, weil das, wie gesagt, eine Strecke ist, die an 1997 angesiedelt wurde. 110 und ihr Güterzug. Der wird wahrscheinlich gleich auch stoppen müssen, weil er hat dann ein paar ICs vor sich. Drei Stück, um genau zu sein. Die haben mit Sicherheit Vorrang bzw. Priorität. Bei Personen geht vor Güterverkehr. Schön in den Abend hinein. Auf eine der schönsten Strecken, die TSW zu bieten hat, muss man mal wirklich ganz ehrlich sagen. Also wirklich von der Landschaft her ist das eine der schönsten Strecken. Neben der Main-Spessartbahn ist das hier wirklich wunderschön. Besonders wenn wir dann gleich in die Ecke, so etwas näher an Koblenz ankommen. Das eine. Bin sie in Real abgefahren, als wir nach Basel gefahren sind. Wieder ein guter Zug. Ich muss ehrlich sagen, traumhaft. Wirklich wunderschön. Man kann es nicht anders sagen, am Bodensee entlang. Das ist natürlich nicht Bodensee, aber Rheinstrecke, die linke Rheinstrecke, ist wirklich wunderschön. Das muss man einfach mal so sagen. Färbt sich so langsam blutrot, die Sonne immer weiter untergeht. Wir wahrscheinlich im Dunkeln in Koblenz ankommen werden. Das müssen wir ein bisschen langsamer werden hier. 160 bzw. 60. Oh, eine 110. Oh, N-Wagen. Mintgrün. Mintfarben. N-Wagen. So, gleich 60.
werden wir wahrscheinlich wieder quittieren müssen. Genau. Ich denke mal, wir werden Gleiswechsel vornehmen, deswegen werden wir auch auf 60 gebremst. Gleiswechsel. Dann kommt das mit den 60 aber Tacken zu spät. Weil mit 150 hätten wir jetzt die Weiche nicht nehmen können. Absolut nicht. Meine Güte, ist das stürmisch. Ordentlicher Wind, der da pfeift. Ihr hört es wahrscheinlich. Da ist wieder ein IC. Der hier hält anscheinend. Wir dürfen jetzt gleich wieder beschleunigen. Wenn der Zug komplett auf dem Gleis ist, jetzt ist das der Fall. Wieder ein IC. Meine Güte, wir sind hier aber wirklich im Minutentakt unterwegs. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Ist das eigentlich real, dass die so in so einem engen Takt hier gefahren sind früher? Weil das ist schon echt häufig. Wieder einer, Wahnsinn! Dann kurz aber, oh krass, das staut sich ja ohne Ende da vorne. Echt Wahnsinn. Oh, der ist zu schnell. Ups. Das ist auch schon egal. Der nächste IC. Wahnsinn. Also wie gesagt, ich würde echt gerne mal wissen, ob das normal ist, dass die so in so einem engen Takt fahren. Weil die laufen ja aufeinander auf. Das ist ja Wahnsinn. Also echt. Zwangsläufig zu Stau führen. Das ist ja irre. Dabei noch die zwei Güterzüge dazwischen.
Davor hatten wir noch zwei ICs. Oder drei, ich weiß es gar nicht mehr. Wahnsinn, echt. Da kommt schon der nächste. Sieht aus wie ein Güterzug. Oder ist das wieder ein IC? Oder ist das gar nichts? Ist das nur ein Häuschen? Ist das nur ein Wartehäuschen? Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, die Dämmerung tritt so langsam ein. Die Sonne ist gleich verschwunden. Und dann wird es rappizappi dunkel. Müssen gleich wieder langsamer werden. 190. Dann wollen wir das mal tun. Die nächste IC. Schaut euch das mal bitte an. Ist wahrscheinlich gleich noch deutlicher. Siefer. Dieses Panorama ist doch einfach nur geil. Einfach nur Trauma.
Genau deswegen liebe ich die linke Rheinstrecke so, genau wegen diesem Panorama, wegen dieser Aussicht. Wenn hier so am Wasser vorbeifährt, das ist einfach wunderschön. Blöde sind jetzt nur die Bäume, die hier ziemlich im Weg stehen. Ansonsten wäre das noch schöner. Sonne wehrt sich hartnäckig, aber sie wird gleich verschwunden sein hinter den Bergen. Und dann wird es Nacht hier an der linken Rheinstrecke. Wunderschön. Einfach nur geil. Der nächste Güterzug. So, das kommt dabei rum, wenn man zu lange draußen ist und den Zug zu lange oder zu weit vorfahren lässt, dann spielt das alles so ein bisschen verrückt hier, die Systeme, ihr habt es gemerkt. Aber ja, es ist alles wieder in Ordnung. Die Sichtverzwangsbremsung war jetzt auch mehr so Pseudo. Die hat sich wirklich gegeben, glaube ich. Aber das solltet ihr euch auch merken, wenn ihr den Zug zu weit vorfahren lasst. Dann kann es sein, dass euch die ganze Kiste abstürzt, beziehungsweise ihr auch eine Zwangsbremsung kassiert. Ihr habt es ja gesehen, da kam der Titelbildschirm schon wieder, beziehungsweise dieser Ladebildschirm zum Vorschein kurz und dann kam man wieder in den Zug rein und dann hat sich praktisch alles wieder ja, aufgerüstet. Wir sind schon wieder zu schnell, das ist doch ein Blödsinn. Also ihr solltet den Zug nicht zu weit vorfahren lassen, dann passieren solche Dinge. Sie fahren. Sie fahren.
Langsam wird es dunkel. Siefer. Also bis wir in Koblenz sind, dann wird es wohl stockduster sein. Sind immerhin noch 34 Kilometer. Also eine halbe Stunde fahren wir garantiert noch. Schätze ich mal so. Gleich. Sind wir wieder einigermaßen auf Geschwindigkeit hier. Also jetzt nimmt es so langsam ab mit der Häufigkeit der ICs. Der hat jetzt doch ein wenig gedauert, bis der nächste kam. Aber am Anfang hatten wir einen ordentlichen Takt an ICs, also die sich da praktisch ja, fast in den letzten Waggon jeweils gefahren sind. So dicht wie die aufeinander fuhren. Wahnsinn, also echt. Gleich 100. Schon wieder runtergebremst. Auf 90. Kommt wieder ein Güterzug oder ein RE? Ein RE, wunderbar. Schön viel KI in diesem Szenario, also das gefällt mir. Siefer. Wenn man nicht so trostlos allein durch die Gegend fährt, sondern wirklich hier auch Leben auf den Schienen ist, wirklich dann ein nach dem anderen einem entgegenkommt, das gefällt mir, das ist das, was ich am liebsten fahre, viel, viel KI. Wenn man dann hier so in Sonnenuntergang am Rhein entlang fährt, hier an der Straße und dann da an dem Wasser, an dem Rhein vorbeifährt, an den Bergen, das ist einfach eine wunderschöne Kulisse. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Eine der schönsten Strecken, die TSW überhaupt zu bieten hat. Ich hoffe, es kommen noch viele, viele schöne Strecken dazu. Sei es in Österreich, sei es in der Schweiz, sei es in Deutschland. Siefer. Von mir aus auch die englischen und amerikanischen Strecken. Wobei ich die gar nicht so gerne fahre, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Aber die linke Rheinstrecke ist schon wirklich wunderschön. Dazu kommt ja dann auch noch die Main-Spessart-Bahn, dann die Vorarlberg-Bahn, Vorarlberg in Österreich, die es ja vor kurzem gab. Die Maintalbahn, nicht zu vergessen, ist auch eine sehr schöne Strecke, die es ja vor kurzem erst gab. Siefer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele schöne Strecken hier beim TSW. Und wenn dann noch die passenden Züge dabei sind, die passenden Baureihen, macht das Ganze natürlich umso mehr Spaß. Sprich die BR218, die ja angekündigt wurde. Dann erinnere ich mich an die BR232, die ja auch mal angekündigt wurde, sprich die Miller. Dann wurde ja ganz
noch gar nicht so lange her, die BR 111 angekündigt, zusammen mit der Strecke Rosenheim-Salzburg, also wieder eine österreichische Strecke. Freue ich mich auch sehr drauf, wenn das wirklich mal so weit kommt, wenn es soweit ist. Also es sind einige schöne Strecken, einige schöne Baureihen angekündigt worden. Lassen wir uns überraschen, was davon in die Tat umgesetzt wird. Was DTG uns da Schönes bietet im nächsten Jahr. Lass uns einfach überraschen. Kommt der nächste IC. Sifa. Also, da kommt einiges Schönes auf uns zu, muss man ganz klar sagen. Fehlen noch ein paar ICEs, und zwar der ICE 2 und 4. Von mir aus auch der 3 Neo. Das sind so die Baureihen, die mir persönlich noch fehlen. An Rollmaterial und ja, das sind so der IC1. Also der IC1 Steuerwagen fehlt auf jeden Fall noch, damit man auch ja, Wendezug-Szenarien spielen kann. Also der fehlt auf jeden Fall noch. Also das sind so Dinge, die jetzt, die ich mir jetzt im nächsten Jahr so, oder im Laufe der nächsten Jahre Sifa wünschen würde. Güterzug. Wenn das alles so kommen würde, dann wäre ich hochzufrieden. Also BR 218, BR 111. Ich spreche jetzt nur vom Rollmaterial. Also BR 218, BR 111, dann die BR 402, die BR 407 auf jeden Fall. Also sprich der ICE 4. Und der Steuerwagen für den IC1, der auf jeden Fall auch noch. Also wenn die Sachen kommen, dann bin ich wirklich hochzufrieden erstmal. Vielleicht auch noch die Strecke Berlin, Berlin-Hamburg, Berlin-Leipzig würde sich anbieten. Leipzig gibt es, wenn man das Ganze dann nach Berlin erweitern würde, das wäre schon schön. Also das würde ich mir auch noch wünschen. Die Strecke, wenn wir schon im Ruhrgebiet sind, Essen-Borken, Essen-Bottrop, Essen-Dorsten, sowas in die Richtung darunter, würde mich auf jeden Fall freuen. Zusammen könnte man das dann mit dem BR 218 fahren und dem N-Wagen. So wie früher, als ich Kind war, das war einfach traumhaft. Also, da gibt so vieles, was es da alles geben könnte, was DTG da veröffentlichen könnte, glaube ich, viel zu viel. Das wirklich in naher Zukunft in die Tat umzusetzen. Aber es sind halt so Dinge, ne, die wir uns alle wünschen. Ja. Ich glaube, ihr habt auch noch einige Wünsche auf dem Zettel, die DTG für den TSW veröffentlichen sollte. Bin ich mir sicher, ob das alles so kommt, werden wir uns überraschen lassen müssen. Einige Dinge sind angekündigt, einige Dinge stehen ja fest, die kommen sollen. Lasst uns überraschen, wie das nächste Jahr wird. Ich glaube, da sind einige schöne Dinge dabei und ja, da macht das TSW 4-Spielen wieder richtig Spaß. Macht im Moment auch Spaß, aber mit den neuen Dingen macht es dann auch natürlich noch mehr Spaß. Neue Strecken, neues Rollmaterial ist immer gern gesehen. Übrigens wird heute im Laufe des Tages das Trainboard für den CSC veröffentlicht von Fair System Sound Design. In den nächsten 3 bis 2 Stunden soll das Ganze freigeschaltet werden. Falls ihr da Bock drauf habt, schnappt zu, geht auf die Shopseite von Fair System Sound Design, wenn ihr nicht genau wisst, wie, wann, wo. Ich habe gestern ein Video veröffentlicht, dort könnt ihr euch nochmal informieren.
Dort habe ich auch ein Video von der Anne abgespielt, die euch auch nochmal alles erklärt. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, klickt da gerne drauf. Wurde gestern veröffentlicht von mir. Scrollt da mal, seht euch das Video an. Da wird euch alles erklärt. Alles zur Veröffentlichung vom Chainboard, von Fair System Sound Design könnt ihr da nachhören und auch nachlesen. Auf der Seite von Fair System Sound Design selber könnt ihr nochmal alles nachlesen, was ihr dafür alles braucht, um das Chainboard auch zu benutzen. Ja, informiert euch da gerne. Wie gesagt, Veröffentlichung heute im Laufe der nächsten 3 bis 2 Stunden. 2 bis 3 Stunden wird das Ganze freigeschaltet und ist dann ab sofort oder ab dann für jedermann zugänglich und für jedermann abrufbar. Das noch mal so viel dazu. Das dürfen wir mal 30. Das sind jetzt noch 18 Kilometer bis Koblenz. So 20 Minuten haben wir jetzt gleich schon um. Ich denke mal, so 10 Minuten, Viertelstunde fahren wir bestimmt noch. Also insgesamt haben wir jetzt 37 Minuten auf der Uhr. Ich denke mal, so eine Stunde kriegen wir wohl voll. Das ist meistens eine Stunde von Mainz nach Koblenz. Wird man da locker. Ihr seht es ja selber, es wird immer dunkler und dunkler. Und bis wir Koblenz sind, ist es stockduster, also da könnt ihr sicher von ausgehen. Wunderschön. So langsam kommen wir dann in die Nähe von Koblenz. Werden immer langsamer, werden nur 100, dann 110. Bis Koblenz werden dann noch einige Geschwindigkeitsbeschränkungen und Sicherheit auf uns zukommen. Bogen hier vorbei. Übrigens, ich habe euch ja ein Video mal gemacht aus dem Szenario Burgtour. Dann wird einiges zu den Burgen erklärt, die es hier entlang der Strecke gibt. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr euch für die Burgen interessiert, dann seid ihr da auf jeden Fall richtig.
Szenario Burgtour. Da wird euch einiges über die Burg erklärt. Sehr informativ. Also wenn ihr da mal Bock habt, schaut da gerne rein oder spielt das Szenario am besten selber. Dann wird euch da einiges erklärt. So, seht euch mal dieses Bild an. Wunderschön. Oh, die kann ich, glaube ich. Oder nee, sah gerade so aus, als ob ich quittieren muss, kann ich aber nicht. Wunderschön! Einfach traumhaft. So, 140. Guten Schuss, wenn wir noch mal schnell. Wobei schnell bei dem Zug relativ ist. 140 ist jetzt auch nicht die schnelle Geschwindigkeit oder die hohe Geschwindigkeit bei dem Zug hier. Sifa. Er kann ja locker das Doppelte. Ja. Kilometer kurzzeitig mehr, weil wir so einen Bogen fahren. So, jetzt haben wir den Bogen geschafft, dann sind es noch 9,5 Kilometer.
geschafft. Sifa. 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 Ein bisschen mehr Licht hier machen, doch ziemlich dunkel. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Es könnte nämlich sein, dass wir gleich ein paar Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten haben. Da wir doch Koblenz jetzt relativ nahe sind. Seht euch doch mal dieses wunderschöne Panorama an. Einfach nur traumhaft wunderschön. Einfach nur wunderschön. Hol das schon mal hin. Dann können wir eigentlich auch gleich so schon leicht in die Bremse gehen, weil wir relativ nah sind, jetzt nur noch 1,9 Kilometer. Also wir gehen schon mal locker runter auf 80. Und dann wären wir in Koblenz. Sehr, sehr schön. Uhr, beste Primetime-Zeit, fahren wir in Koblenz ein.
So, wir entriegeln die Türen und zwar an der rechten Seite. Schließvorgang eingeleitet. Türen geöffnet. Jetzt aber. So. Das hätten wir soweit geschafft. Hier mal das Fernlicht mal ausmachen, glaube ich, am Bahnhof. So. Dann haben wir unsere Fahrt hier beendet. Wirklich, denke ich mal. So, Türen verriegeln. Das machen wir natürlich. Schließvorgang eingeleitet. Dann war es das mit unserer Fahrt. Gebraucht haben wir 53 Minuten 23 Sekunden für eine gefahrene Distanz von 91,75 Kilometer. Ja, das war's mit dem Szenario AAAA. Warum das so heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Es war ein Szenario aus dem Creators Club Szenario Entwickler. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Mittwoch. Morgen habe ich frei, Gott sei Dank. Das Wochenende steht bevor, der Jahreswechsel steht bevor. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Denkt an den Trainbot, der heute noch veröffentlicht wird. Auf der Website steht der Countdown. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.